So, willkommen zurück. Ellie hält die Welt im Atem. Wir versuchen weiter im Feuerwerk Garsti zu finden. Den dritten Kristall haben wir das letzte Mal geholt. Fehlen noch zwei. Oh. Jetzt werden wir in glühende Lava hinuntergelassen. Nein. Aber Garsti macht Scheiße. Die will wirklich, dass wir sterben, glaube ich, irgendwie. Ich glaube, die hat nichts Gutes im Sinn. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass sie ein bisschen böse ist. So, schauen wir mal. Wie es weitergeht. Kesselboden, ja. Warte mal. Das Ding da aufgetaucht ist. Ah, verbrennen wir natürlich sofort. Aber da muss da ja irgendwas sein, ne? Jetzt müssen wir hier rauf. Und runter. Steht man leider sofort, wenn man den Boden berührt. Oh. Oh. Oh, da muss man schnell sein. Na gut. Was kriegen wir hin? So, die brauchen wir einmal. Guck mal da. Eine Münze. Eben. Okay. So, die Stufen hat er aufgebaut für uns. Perfekt. Haben wir hier längs. Oh, das ist auch blöde. Man muss da wirklich ein paar Mal springen, damit wieder nach oben geht, ne? Blöde, blöde, blöde. Aber das kriegen wir auch nicht so drauf. Schon wieder an der gleichen Stelle. Ah, komm schon. Ellie, du schaffst das. So. Ist das der nächste Kristall? Das wäre natürlich cool. Wir haben schon einen vierten denn. Los geht's. Oh, natürlich. Aber wir kommen durch. Aber ist das schon der Kristall gewesen? Das wäre natürlich cool, aber ich glaube fast nicht, oder? Doch, das ist der vierte Kristall. Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag hier, oder was? So, müssen wir auch den fünften finden. Bibo die Köchin, gute Arbeit, Ellie! Ich beginne an dich zu glauben. Ich meine, ich glaube mehr an dich. Hehe. Nur noch ein winziger, glücklicher Kristall fehlt und wir sind alle gerettet. Wenn du diese Aufgabe wirklich erfüllst, hoffe ich aufrichtig, dass du dich mit Garsti zusammensetzt und ein ernstes Gespräch führst. Es geht nicht, dass andere alles, was existiert, auf Eifersucht in Gefahr bringen. Das Beschützertraining ist kein Kinderspiel. Man wird nicht einfach zur Beschützerin, nur weil man die Kristalle besitzt. Oh, ich weiß, du weißt das natürlich. Schließlich bist du die auserwählte Beschützerin. Okay, ich bin weg. Bald beginnt die Zeremonie.
Super. Nach oben, vielleicht kommen wir aus dem Feuerwerk jetzt wieder raus. Ich weiß es nicht. Naja, noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Okay. Da, 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 da. Oh, ich wollte was testen. Ich glaube, ich weiß, dass es da hinten weitergeht, aber ich bin mir nicht sicher. Warte mal. Ich muss ausprobieren. Hey. Hast recht, da ist nichts. Zitter all, du. Du alle Zitter all. Oh, warte mal hier, das ist gut. Das ist immer gut, ne? Das ist immer gut. Okay, jetzt geht's gleich wieder um Geschwindigkeit, würde ich behaupten. Ah, falsche Richtung. Und dann? Ich weiß nicht wirklich, was hier passiert. Deswegen. Ah, okay. Die Steine verschieben sich hier. Gut, gut. Da müssen wir natürlich wirklich sehr schnell sein. Das machen wir nochmal. Schade, die Münze da oben hätten wir noch holen können, aber egal. Ah, da ist noch eine rote Münze hier drüben gewesen. Oh! Zu gierig! Wollt sie alle haben? I wanna catch them all. Jetzt raus, wo geht's hier? Hier geht's nicht rein, okay. Da geht's auch irgendwo hin, dann gehen wir erstmal hier unten rein. Hier geht auch wieder ein Weg längs, aber hier geht auch noch ein Weg längs, oder bin ich verkehrt? Okay, da geht es zu einer Tür. Ein großes Schloss, das müssen wir uns mal im Kopf behalten. Hier kommen wir nirgendwo hin. Okay. Also wir müssen hier längs, definitiv. Oh nein! Ist nichts. Bin hier rein.
Gibt's auch nichts? Hm. Frustrierend, das ist ganz schön groß hier und man findet nichts. Aber warte. Da ist eine kleine. Oh. So. Da ist wieder so eine Tür, wo man nicht irgendwie richtig rein kann, oder? Aber hier können wir an der Seite längs laufen, hüpfen. Okay, da komme ich, da kann ich nur rüber reinhüpfen. Das bringt uns jetzt ja gar nichts hier gerade. Von der Seite sind wir ja schon rangekommen. Da ist ein großer Schlüssel. Ei, das Level ist aber gar nicht mal klein, ey. Warte mal, kann das oben rauf? Wo kommen wir denn da hin? Okay, dann müssen wir mal hin. Okay, wo ist denn der Typ, der die Kugel beschwört? Müssen wir auch einmal finden. Da müsste auch hier irgendwo rumdanzeln, oder? Ah! Okay, aber wo ist der Typ, der diese Kugel beschwört? Der muss ja auch irgendwo sein, oder? Hm. Ah, was mache ich denn? Ich spring mal kurz in die. Ich mach den T1000 und spring mal in die Lava. So. Wir müssen hier hoch nochmal. Wir müssen hier oben längs. Wir müssen uns mal einen kleinen Überblick verschaffen. So. Da. Ich wundere, wenn hier nicht irgendwo noch ein Geheimgang wäre. Da ist der Typ. Okay. So, können wir ihn direkt da reinwerfen bestimmt, ne? Guck mal da. Da können wir jetzt den Schlüssel holen, würde ich behaupten. Oh! Bäm, da haben wir den goldenen Schlüssel. Jetzt müssen wir zurück zu der anderen Stelle da. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wo das ist. Ah, es müsste dahinter sein, oder? Müsste eigentlich dahinter. Kann ich hier runterspringen, sterbe ich? Ah, okay.
Warte, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Meine. Wenn wir jetzt hier längs gehen, dann kommen wir bestimmt da auch direkt hin, oder? Wow! Vorsicht, Lava, heiß! Dort ist das Türchen, oder? Ja. Weiter geht's, Ellie. Nicht stehen bleiben. Okay. Hier müssen wir auch eine Kugel hinsetzen. Wenn wir den Hyopai finden. Ah, hier ist er schon. Das war eine Scheißkugel. Die funktioniert ja nicht. Gib mir eine neue. So. Was ist genau passiert? Ich weiß nicht, aber ich kann auf jeden Fall hier rüber. Was mir aber gar nichts bringt, denn ich... Oh doch, ich kann nicht längs gehen, okay. Reicht das? Ja, das reicht. Und eine Bombe. Okay. Ich glaube, wir kommen immer näher. Aber Amy, warte mal. Das geht nicht. Genau, Ben. Oh, der nächste Shop ist meiner. Da kleiden wir uns nochmal neu ein. Ich finde, zu einem eleganten Zylinder gehört auch ein eleganter Frack eigentlich. Ich glaube, viel mehr Sachen kann man gar nicht kaufen. Eigentlich unnütz, dass man sich so klamottenmäßig da einstüpfen kann. Es gibt ja keine, hat ja keinen positiven Effekt. Klar, aber Super Mario hat jetzt auch keinen positiven Effekt oder bringt irgendwas, aber das ist dann so unnütz irgendwie, ne? Das ist zwar nett anzuschauen, das war es dann aber auch. Aber es reizt jetzt nicht für mich, alle Sachen freizuschalten, einfach nur, weil ich es kann. Weiß ich nicht. Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist doch nicht mehr der Feuerberg, oder? Hier nehmen wir mal raus. Da oben ist Schlüssel. Den können wir bestimmt holen. Indem wir hier hochjumpen. Okay, wie wird man denn da weiterkommen, wenn man da nicht... Oh oh. Gerade so geschafft, ne? Darauf? Jetzt mal hier links. Ach, da, da, okay. Da hätte ich es doch komisch gefunden. Aber. So, jetzt sind wir oben. Jetzt müssen wir noch oben Schlüssel bekommen, genau. Ein Schlüssel für irgendwas anderes, wo wir noch gar nicht das Schloss für haben. Aber es macht nichts. Wir gehen wieder zurück.
Boah. So, dann ist das Schloss. Oh. Bert, der Geschickte, ist wieder da. Hallo! Gasti ist böse! Ich war gerade auf dem Weg zur Zeremonie, als ich zu meiner Verzweiflung feststellen musste, dass sich meine Rotationsmaschinen nicht drehen. Gasti hat es irgendwie geschafft, die allmächtige Kugel aus dem Rotationsbeschleuniger zu nehmen. Diese Geräte sind unfassbar, wenn sie funktionieren, aber es macht mich traurig, sie in diesem Zustand zu sehen. Bitte hilf Bert, indem du die allmächtige Kugel findest und zurückbringst. Ich kann nicht zur Zeremonie aufbrechen, solange ich nicht sicher bin, dass meine Maschinen auch funktionieren. Bis dann. Gut. Mal diese blöde Kugel finden. Erstmal wieder durch. Streben nach Macht. So. Kriegst du mal deinen Gong? Nein? Gut. Geh mir durch. Schlüssel! War leicht. Okay, warte mal. Dann müssen wir längs, aber dann müssen wir hier einmal warten, bis die rauskommt wieder. Okay. Da oben ist der Heini. Der Bomben. Wenn ich da durchkomme, okay. Okay, wir können also... so aufmachen. Ah, das ist der Mensch, den müssen wir nachholen nochmal. Hab ich gerade erst gar nicht gesehen, aber jetzt sehe ich ihn gerade. Gut. Zurück. So, den Typen müssen wir kurz Bescheid sagen, dass er uns eine Kiste geben soll. Glaube ich. Da gibt es nur so einen Klotz, das macht aber auch nichts. Kann man das Feuer zumindest ausmachen. Aber wofür ist denn das andere Ding denn da? Das ist gerade nicht. Oh. Link. Also, wir haben hier einen Klotz draufgelegt. Eigentlich müsste der da drüben hin, ne? Nein, da kann ich nicht dran vorbeispringen. Das ist ja schade. Wir müssen die Bombe kurz da hinlegen. Hier. So. Okay. Legen wir ihn da hin. Oder das müsste reichen. Da ist eine Bombe.
jetzt mal so machen. Da war nicht so viel drin. Aber wir haben jetzt das Zahnrad da oben frei bekommen. Allerdings können wir da gar nicht mehr wieder hochkommen, ne? Anscheinend nicht. Anscheinend können wir da nicht wieder hochkommen. Muss ja hier irgendwas geben. Wir können natürlich hier längs gehüpfen, ne? Dann fangen wir rein. So. Schau es dir an. Aber bringt mir das was? Doch, jetzt können wir die Bombe, glaube ich, da so rüberballern, ne? Okay. Da, wo wir Schlüssel geholt haben. Sehe ich gerade. Gehen wir wieder zurück. Gut. Okay, ist ja dumm. Aber hier komme ich nicht zurück so einfach, ne? Ich muss da oben längs, oder? Das ist so ein bisschen blöd. Wir müssen ein bisschen warten. Und wieder rüber. Oh. Und wieder raus. Kleine Passage hier. Ja, kommen wir hier durch? Oh. Nur mal machen. Ja. Gut, auch für heute wieder geschafft. Kleiner Abschnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.